Ich sollte das noch auf Unmute stellen, ja. Und so fängt es dann wieder an. Ja, Bauchi auf Sendung. Hier jetzt das erste Mal quasi in dem Look auf Twitch. Und ich grüße euch alle herzlich mit dem Friedensfinger, mit dem doppelten Friedensfinger. Und ich hoffe, es ist alles so, wie es sein soll. Und ich gucke hier gerade auch mal ein bisschen rum. Ist für mich jetzt ja auch alles hier Neuland, ne? Ja, aber so sieht das aus hier. Moin! Grüßen wir den Max. Ja, es gibt halt hier auch ein paar Trolls. Ach, siehst du, guck, das ist der Grund, warum ich das hier. Und jetzt schalten wir das noch stumm hier. Aber ich kann den Chat bedienen und schreibe Hallo Welt. Ganz. Oh, es steht im Chat. Es steht. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Wow, da erscheint es auch. Yeah. Es funktioniert. Es funktioniert, obwohl nichts dagegen gesprochen hat, dass es das würde. So. Na, das Ganze fällt hier im Moment jetzt erstmal unter die Rubrik Just Chatting. Ja. Und wir gucken einfach mal, ob der eine oder andere. Wir können ja noch gerade ein bisschen Werbung machen. Fällt mir gerade so auf hier. Dazu gehe ich einfach mal auf meine Chronik und scrolle runter auf den Flyer von heute. Gehe auf Teilen und schreibe da noch jetzt live rein. So. Schreibe ich noch. Get in. So. Und da würde ich jetzt, glaube ich, habe ich gerade noch eine Idee gehabt, was ich da gerne zusetzen würde. Ach ja, den Link. Nämlich hier twitch.tv/JesusBruderBauchi. Für all die, die das gerade auf YouTube sehen, nächste Live-Sendung könnt ihr dann auf Twitch auch live miterleben. Link setze ich hier an dieser Stelle in den Chat und dann noch in den Post, den ich gerade teilen möchte, auf Facebook. Posten. Dies wurde in deiner Chronik geteilt. Sehr schön. So, dann schauen wir mal. Wo stehen bei Facebook eigentlich jetzt immer die Geburtstage? Das habe ich mich heute schon mal gefragt. Ich hatte so einen coolen Trick. Immer wenn meine Freundesliste zu voll war, bin ich einfach auf die Geburtstagsliste und habe denen gratuliert, die ich kenne und die mir nichts sagten, tote Profile, irgendwas, wo ich überhaupt nichts mit anfangen konnte, wo ich wusste, kann ich gerade mal rausmachen, wenn es was Wichtiges wird, wird er sich schon wieder melden oder sie. Und so habe ich dann immer wieder ein bisschen Platz gehabt. Aber ich habe das normalerweise immer, wenn ich auf die Startseite gegangen bin, habe ich das direkt da oben an zweiter Stelle von oben irgendwie angezeigt bekommen. Aber es ist nicht mehr da. Super geil. Jetzt wissen die Leute aber, dass ich jetzt live bin. Also zumindest die, die es lesen. Und wer möchte, kann ja hier einfach mal dasselbe. Ja, ich rede hier, als hätte ich ein riesengroßes Publikum. Aber ja, fake it till you make it heißt die Devise. Ne? Und wir fangen ja auch gerade erst an. Ne, es ist ein Anfang,
Ne? Ich habe noch kein Hemd, ich habe ein wunderschönes Jackett. Aber für ein Hemd hat es noch nicht gereicht. Deswegen sitze ich heute ohne hier. Nein, ehrlich gesagt sitze ich halt einfach gerade ohne Hemd hier, weil ich mich einfach so extrem sexy finde. So sehe ich gerne aus, so gehe ich gerne unter die Leute. Vielleicht nicht heute Nacht, weil hier regnet es gerade, schneit es hat eben geschneit. Wer das verfolgen möchte, kann das gerne auf meiner Twitch, nee, Quatsch, Instagram, der kann mir bei Instagram folgen. Den Link kann ich auch mal, ach, das steht alles hier unter dem Stream, steht, wo er mein Instagram findet und bla bla bla, ist alles vorbereitet, soweit, alles. Habe ich nette Hilfe von Max auch bei gehabt, wo ich sehr dankbar dafür bin, dass er mich an seinem Know-how hat teilhaben lassen, weil der hat Antworten gewusst, woher ich schon nicht mal gewusst, wie ich danach fragen soll. Und er hat das dann einfach gemacht und ich sag mal, yeah. Ich sag mal, yeah, rockt. So, ich habe mir extra ein Glas hier hingestellt mit frischem Pipi. Weil da muss man nicht von rülpsen, wenn man es trinkt. Ach nee, das ist doch Apfelsaft. Weißt du mal, wenn man sich mal. Komisch, ne? Wenn man sich auf einen Geschmack vor oder so eine gewisse Konsistenz im Mund vorbereitet und dann was völlig anderes als erwartet. Das ist immer sehr komisch. Das muss man immer erstmal. Es ist ein Moment der Irritation, der es bedarf, dann auch einfach wahrgenommen zu werden und dem einfach ausgelebt zu werden, den man annehmen darf, wo man keine Klarheit braucht, die sich dann aber auch meistens so schnell wie möglich auch einstellt. Ja, ne? Wer sich fragt, worum es bei Bauchi auf Sendung geht, haufenweise wirres Gerede, aber trotzdem die ein oder andere intelligente Äußerung im Laufe dessen. So, ne, und ich habe mir halt einfach so gedacht, so, ich habe die letzten Jahre, ich war immer so konträr und dann mit, ja, ich mache anders, ne, ich mache anders. Ich mach was anderes, so, und dann bist du teilweise echt allein, ne? Oder mit Arschlöchern umgeben. Und dann habe ich, ja, habe ich mir gedacht, so, ich mach das dieses Jahr einfach mal anders. Ich mach mal das, was die anderen machen. Aber halt auf meine Art und Weise. So, ne? Und so habe ich dann halt jetzt zum Beispiel dann auch im Rahmen von Bauchi auf Sendung gibt es jetzt eine neue Rubrik, auf die ich später noch zurückkommen werde. Die heißt Bauchis Beauty Palace und ich habe halt wirklich einfach mal angefangen, genau das zu machen, was andere auch machen. Nämlich Produkte, die sie halt eben benutzen, auch zu bewerben, wenn sie sie gut finden. Und ich mache das jetzt einfach auf meine Art. Und das ist auch so ein bisschen Selbsttherapie, ne? Weil es hilft auch unheimlich dabei, sich selber einfach mal auch einfach mal sexy zu finden auch. So Instagram zu machen, so mit so sexy, man muss immer sexy aussehen, so, ne? So sexy wie möglich, ohne dabei die Authentizität zu verlieren. Weil die Authentizität ist sowas von wichtig bei Instagram. Das ist mega wichtig. Weil ne, ich habe das heute in der heutigen Folge von Bauchis Beauty Palace, habe ich das schon gesagt. Authentizität ist wichtig, weil die Leute halt eben sofort merken. Entschuldigung, ich muss mich an an den neuen Look noch gewöhnen. Und die Authentizität ist so wichtig, weil die Leute einfach sehr schnell merken, wenn man falsch ist. So. Das habe ich dieses Jahr gelernt, weil ich das Dschungelcamp auch geguckt habe. Zumindest
Die Hälfte davon, nicht alles, aber ein bisschen. Genug, um mindestens fünfmal gehört zu haben, dass falsche Leute, also dass die Leute das merken und falsch ist. Und ich bin durchaus auch so, ne? Ich bin durchaus auch so, dass ich komme auf die Frage, Ricky, bin gleich zurück. Ich möchte nur das gerade noch zu Ende führen. Ich bin durchaus auch so, dass ich dem Fernsehpublikum, auch RTL-Zuschauern, eine gewisse Intelligenz zutraue, durch die in der Lage sind, solche Sachen zu verstehen. Und das sind ja auch sehr subtile Messages, auch wenn sie so plakativ rausgehauen werden sollen, ne? Die Leute kriegen mit, wenn man fake ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach so authentisch wie möglich meine Rubrik von Bauchi auf Sendung Bauchis Beauty Palace, indem ich mich halt auch um Pflegeprodukte kümmern werde. Entschuldigung. Was ich wirklich noch lernen muss, ist, mich selber ernst zu nehmen. Das habe ich bis heute nie gelernt. Ich werde jetzt demnächst 46 Jahre. Es ist eigentlich. Ich hätte das wahrscheinlich irgendwie im Kindergarten schon lernen sollen, aber es ist einfach nicht. Es ist nicht angekommen da oben. Die Synapsen haben die entsprechenden Verbindungen nicht. Sind die Verbindungen nicht eingegangen, die es bedarf hätte, dass ich das kann. So, um jetzt auf die Frage zurückzukommen. Ist deine Bootstour um die halbe Welt noch geplant? Die ist auf jeden Fall immer noch geplant, weil ist ja noch nicht geschehen. Liegt einfach auf Eis, würde ich gerade sagen, weil es gerade an anderer Stelle weitergeht. Ich hätte das jederzeit machen können. Da brauche ich ja noch nicht mal ein eigenes Boot für. Da geht man auf handgegenkoje.de und heuert auf dem Boot an und guckt, was man sich dann nützlich macht, bis man auf den Bahamas ist. Ja. Ja, also wird irgendwann definitiv noch passieren auf meinem Weg, aber ist halt jetzt im Moment gerade nicht dran. Jetzt im Moment ist halt das wieder dran. Ich freue mich einfach gerade erstmal überhaupt die Gelegenheit zu haben, nochmal online zu gehen, nochmal halbwegs vernünftiges Internet zu haben, nicht so wie jetzt die letzten Jahre in Spanien, wo ich halt wirklich so für 20, am besten, am Schluss, ne, am Schluss, das letzte Jahr, da gab es dann 20 Gigabyte für 20 Euro. Weil ich ja auch irgendwie halt auf meine Prepaid-Möglichkeiten angewiesen war und überhaupt. Und deswegen war das alles so ein bisschen eingeschränkt. Und jetzt im Moment schaue ich mal, wie ich das hinbekomme. Ich soll nicht so wackeln, ne? Das habe ich mal irgendwann gesagt bekommen. Ich soll nicht mal so wackeln. Ja, ich höre mal auf zu wackeln. Dass ich das hinbekomme, auf jeden Fall jetzt definitiv immer dienstags abends vorläufig. Kann sein, dass der Tag in der Woche sich noch ändert, aber ich möchte auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche genau das hier machen. Und auch eigentlich erstmal wirklich noch als Night Talk. Das hat so ein bisschen nostalgische Gründe. Das hat damit zu tun, dass ich damals auf. Hallo Karin, grüß dich. Das hat damit zu tun, dass ich damals, das war 2005 oder so, glaube ich, 15 Jahre jetzt. Da habe ich mit Internetradio angefangen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Radio das war, aber da war das dann auch quasi, dass ich der Nachtfalke war, ne? Der Night Talker, der Night Hawk, ne? Also, wo ich dann einfach auch abends dann halt mein Radioprogramm gemacht habe. Da ging es, da war dann noch das noch sehr musiklastig, aber ich hatte damals ja schon angefangen, gewisse Sachen zu erkennen,
bei denen ich mir bewusst darüber war, dass das definitiv sehr sinnvoll ist, denen mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und davon habe ich dann auch schon immer mehr in diese Sendungen reingewoben. Und so kam es dann dazu, dass ich da wahrscheinlich dass ich keine 10 Sendungen hatte auf diesem, in diesem Radio. Kanal, Sender, Internet-Ding und dann meinen Moderat schon wieder verloren habe und es nicht passend war. Ja, hey, die Tagesbrise ist auch anwesend. Kann ich nur empfehlen, auch mal reinzuklicken und auch zu folgen, wer hier auf Twitch ist. Definitiv ein sehr sehenswerter Kanal, der sich nämlich auch vor allen Dingen eben auch mit diesen Dingen beschäftigt, die ich für sehr interessant und weiter Beobachtung würdig empfinde. Und den Dennis kann ich auf jeden Fall definitiv auch empfehlen. Und natürlich dann auch der Bonnie Lang folgen, weil die gehört dann einfach dazu. Das ist ein Team. Und ja, so habe ich dann halt eben damals angefangen, Radio zu machen, bin dann irgendwann da rausgeflogen. Und dann kam dann halt eben so quasi. Dann habe ich noch, ich glaube, so ein paar Sachen gemacht als Audio-Tracks, wo ich dann aber auch nicht so ganz wusste, wo ich die hochladen soll. Und dann fing das mit YouTube an. Und dann habe ich angefangen, 2006, 2007 YouTube-Videos zu machen. Und das sind dann so in den letzten 13 Jahren so an die 16, 1700 Videos gewesen, die ich in der Zwischenzeit dann halt eben online gestellt habe. Und das waren auch entsprechend viele Stunden. Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und Bauchi hier auf Sendung ist halt eben so quasi der rote Faden gewesen. Egal, ob ich auf Peace Trail war zwischendurch oder ob ich dann jetzt zuletzt TVBO gemacht habe oder die IHR-Geschichte. Bauchi hier auf Sendung ist zwischendurch einfach immer wieder aufgetaucht als Medium, über das ich es halt eben präsentieren konnte. So, ne, Bauch auf Sendung, Bauch auf Sendung. Ne, viele kennen es einfach schon. Oh, das ist auf jeden Fall eine sehr nette Idee. Danke, Dennis. Voll cool. Ja, so kann es gehen. Ne, also auch hier, das ist jetzt natürlich. Das ist natürlich, da kann ich gerade nicht mit anstinkern, aber da das Ganze ja morgen auch noch auf YouTube zu sehen ist. Tagesbrise googeln und dann einfach mal sich das angucken. Also mit allem, was dazugehört, inklusive Bonnie. Ich finde, Bonnie ist ein unheimlich gutes Medium für genau solche Gedanken. Macht einfach Spaß, ihr zuzugucken, weil die auch so ein bisschen verklatscht ist und auch so ein bisschen. Ne, die Bekloppten sind halt nicht. Das, überaus sympathisch, dieses, ne, und dabei halt aber sehr, sehr geistreich und sehr gespickt mit Informationen, Inspirationen, über die es halt tatsächlich wirklich lohnt, mal nachzudenken. Und da bekommt man das halt. Im Mainstream bekommt man das noch nicht. Das ist das, woran wir so ein bisschen arbeiten, dass man vielleicht mal ein bisschen was dran ändern kann. Aber keine Ahnung, was mit dem Mainstream ist. Wir sind nicht der Mainstream, wir sind wir und wir machen, wie wir möchten. Also jetzt so ein bisschen halt auch wie alle, ne, anderen auch. Warum nicht? Warum nicht mal Werbung für was machen? Zum Beispiel für diesen wundervollen Appelsap, ja. Den ich wirklich sehr gerne trinke. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Geschäft dieses Produkt ist, wo man dieses Produkt kaufen kann. Also, das ist auf jeden Fall für den belgischen Markt, ne? Aber kommt aus Paderborn, Deutschland. Ich habe keine Ahnung, wo man es kaufen kann. Ich habe es mitgebracht bekommen, aber gleich eine ganze Packung. Wo ist der denn? Ja, ich habe das mitgekauft. Ja, was auch. Ich weiß nicht mehr, wo wir da waren. So. Und deswegen, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ja, danke auf. Ah, cool. Ich begrüße sämtliche, alle, die
Zuschauer, die mir jetzt gerade über Bonnies Kanal zugucken. Hallo, ich bin Bauchi, ich bin so ein Typ, geiler Typ, super geiler Typ, auf jeden Fall, der ziemlich viel redet. Ja, ich freue mich auf jeden Fall für den Support und bedanke mich dafür sehr recht herzlich. Und ja, lade auf jeden Fall an dieser Stelle mal überhaupt dazu ein. Warum, gibt ja Gründe, warum ich das mache, so macht mir Spaß, ne? Aber auf der anderen Seite ist das halt hier wirklich auch wieder genauso eine Gelegenheit, einfach mal dazu aufzurufen, selber solche Sachen hier zu machen und dann auch uns untereinander zu connecten. Und wenn ihr andere Twitcher habt oder auch YouTuber, die auch, wo ihr meint, würde zusammenpassen. Ich wäre so wahnsinnig interessiert, auf jeden Fall an Zusammenarbeit, was das angeht, hier solche Sachen machen. Im Rahmen dessen werde ich auch bei nächster Gelegenheit nach Köln mich bewegen, um mit Dennis und Bonnie von der Tagesbrise zusammen auf jeden Fall auch mal einen Stream zu machen. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Wir haben schon mal so ein bisschen zusammen, aber das war immer dieser Hickhack mit der, was ich eben erklärt habe. Von wegen bescheuerte Leitung in Spanien. Und letztens hätte es sich fast mal ergeben, aber da ging es mir an dem Nachmittag irgendwie nicht so richtig gut. Und dann haben wir das lieber wieder verschoben, weil, ne, ich möchte auch schön aussehen, wenn ich vor euch sitze und nicht so, ne, wer will das? Wer will sowas sehen? Das will keiner sehen. Das ist gruselig. Das ist, ne, so. Ja, und deswegen gehen wir halt, geh ich halt eben zu Dennis und Bonnie, wenn ich mich genauso sexy fühle, wie ich die finde. Gut, das passt auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall schon mal, ja, vielleicht reicht es auch für ein Hemd bis dahin. Schauen wir mal. Gut, dass ich hier sitze und ihr nicht seht, wie es unten rum aussieht. Yay. Wir haben 15 Live-Viewer. Boah, das sehe ich ja nicht. Ja, natürlich, weil ich hier die ganze Zeit mit OBS rumquatsche. Ne? Lass mal gucken hier. Wie sieht das denn überhaupt aus? Ich sehe überhaupt ja nichts. Ah doch, hier ist mein. Ah, so. Woran kann man denn jetzt sehen, wie viele Leute online sind? Ich weiß nicht. Ich weiß. Aber 15 Viewer live ist, glaube ich, ein Achievement, habe ich gesehen. Ne? Och, und die Elfe Lilly hat kein WLAN. Sowas aber auch. Lilly, liebe Grüße an dich. Schön, dass du es jetzt bei YouTube guckst. Wir haben ja auf jeden Fall an alles gedacht. So, und so, zumindest an das meiste. Ne? Ich habe noch. Ich bin heute nach. Wie heißt das? Wie heißt das? Ein Code. Ne? Ich habe jetzt mit. Ich habe jetzt bei Bauchis Beauty Palace auch angefangen, Kosmetikprodukte zu bewerben und bin direkt angeschrieben worden, ob ich so einen Code habe. Nein, habe ich nicht. Nein. So Pro bin ich nicht und das ist auch, glaube ich, das Ganze nicht unbedingt ernst gemeint genug, um tatsächlich sowas zu machen. Wer mir irgendwie Unterstützung zukommen lassen möchte und das auf direktem Wege tun möchte und kann, findet unten in der Beschreibung unter meinem und auf Twitch jetzt, ja, auf meinem Kanal, unten entsprechende Möglichkeiten dazu. Es gibt eine Bankverbindung, die ich angeben konnte, die genutzt werden kann. Und ansonsten gibt es auch noch hier da Patreon und der ganze andere Quatsch. Das ist alles noch Neuland für mich. Ich muss das alles überhaupt erstmal überschauen und begreifen, ein paar Monate mal gemacht haben, um zu gucken, womit ich da eigentlich überhaupt zu tun habe. So, hier, wir kriegen das hin, Bro, schreibt der Dennis. Vertrauen und Geduld und die Guten brauchen länger, bevor die Massen ihnen folgen. Ja, gut Ding will Weile haben, Bro, ist immer schon so. Ne? Geduld ist immer schon ein gutes Tool. Ne? Aber um überhaupt erstmal, also ich war so knapp dicht davor, ein Auto zu haben, es wäre sogar ein Traumauto gewesen, es wäre ein Smart in Lila gewesen, aber es funktioniert gerade irgendwie nicht. Und ich habe gesagt, bekomme ich soll auf jeden Fall noch mal weiter nach anderen Möglichkeiten gucken. Ich bräuchte halt eben einfach mal für die nächsten paar Wochen und Monate vielleicht ein Auto, das ansonsten einfach nur rumstehen würde, wäre am besten.
dass ich einfach mobil bin und ein bisschen rumfahren kann und den Peace Trail wieder aufnehme und den Peace Trail halt eben auch irgendwie so zum roten Faden von Bauchi auf Sendung werden lasse und dann halt eben mal gucke, ob ich, das ist dann wäre nämlich hier, Dennis und Bonnie wären mit die ersten, die ich auf jeden Fall dann besuchen würde. Ich kann dann, wenn, ich brauche halt eine Möglichkeit rumzufahren. Ich brauche gar nicht ein eigenes Auto. Am coolsten wäre, wenn mir jemand ein Auto zur Verfügung steht, wo seine Werbung draufsteht, die ich dann durch ganz Deutschland fahren kann. Ne? Ich brauche das Auto nur zu nutzen. Ich muss das nicht besitzen oder sonst irgendwas, muss nicht meins sein. Muss von A nach B kommen damit und das möglichst unabhängig. Das heißt, ich weiß ja, wenn ich Sachen mitschleppen muss und sowas, habe ich am liebsten meinen eigenen Kofferraum. Der muss gar nicht so groß sein, aber meistens ist das mehr, als ich mit rumschleppen möchte, wenn ich mit Bus oder Bahn fahre und das und wenn ich dann auch noch ab und an eigentlich den Tito mitnehmen könnte und das dann aber durch die Reisebedingungen für den dann zu einer Belastung wird, dann möchte ich das einfach nicht machen. Da ist einfach ein Auto im Moment gerade, egal wie man es findet, definitiv die bessere Variante. Gute Nacht, Karin, sage ich. Schön, dass du da warst. Friede sei mit dir. Und bis zum nächsten Mal. Ja, wen haben wir noch hier? Schreibt er noch. Ja, ich habe gedacht, ich merke es mal an, wenn jemand eine Idee und eine Lösung für sowas hat, einfach bitte mal melden. Ne? Kontakt, Dingens, alles steht auch unten. Ja, das stimmt gar nicht. Doch, in meinem Linktree. Du einfach mal auf Linktree klicken. Ja, so sieht's aus. So, und für all die, die ich jetzt hier enttäuschen muss, weil die mir, also eigentlich seid ihr selber schuld. Ne? Wenn ihr mir nicht auf Instagram folgt, dann seid ihr selber schuld, wenn ihr meine Stories verpasst. Oder bei Facebook. Ich poste es schon auf beiden Seiten. Aber weil ich kann und ich es einfach mal probieren muss und es schon eine halbe Stunde vorbei ist, habe ich mir gedacht, ich probiere mal Folgendes aus und zeige euch die heutige Folge. Also es wird hier auf Bauchis Sendung definitiv nicht alle Folgen von Bauchis Beauty Palace geben. Gestern gab es schon eine Folge, die jetzt auch quasi wieder im Äther verschwunden ist. Ja, die bleiben immer halt nur 24 Stunden stehen. Wird die Serenity ewig auf Mallorca bleiben? Ich schätze, fürchte fast schon, ja. Aber die wäre auch für das, was ich jetzt gerade vorhabe, eben einfach überhaupt nicht wirklich brauchbar. Die hat 18 Liter Verbrauch. Das ist ökologisch wie ökonomisch nicht tragbar. Also die Serenity, so sehr ich sie als Zuhause liebe, als dass sie mir da auf Mallorca auch dienlich war, da bin ich ja irgendwie so viel rumgefahren, da war das okay, da hatte ich ein super geiles Zuhause. Aber das Zuhause habe ich jetzt hier. Und möchte mich aber von hier aus sternförmig einfach immer wieder bewegen. So, und einfach immer wieder quasi hier nach Hause zurückkommen. Das ist kein fester Wohnsitz von mir oder sonst irgendwas, aber das ist etwas, das ist ein Ort, der eigentlich viel mehr mit den Menschen zu tun hat, die hier sind, ja, die für mich halt eben Familie sind. Und das auch eigentlich jetzt hier nicht auf dieses Haus bezogen ist, sondern quasi auf einen Umkreis von, sagen wir mal, 50 Kilometern, wo ich quasi ein ganzes Nest von solchen Leuten habe. Und hier kann dann halt mal hier und dort sein, aber halt quasi so ums Dreiländereck, Deutschland, Belgien, Niederlande. Und in dem Sinn, ja, ne, nochmal der Hinweis drauf, ich könnte ein Auto gebrauchen. Ja, so, und für die, die jetzt Ewigkeiten schon darauf warten, endlich mal zu sehen, Karin, du bist eine ja, also bis Schweiz. Auf jeden Fall, wenn ich ein Auto habe, dann fahre ich bis dahin. Der Peace Trail hat mich immer, und deswegen möchte ich ihn so gerne wieder machen, weil das so geil war. Der hat mich halt eben immer zu Leuten, die ich interessant finde, gebracht. Und wenn ich jemanden interessant finde, hat das meistens damit zu tun, was die von sich geben, in Wort oder Tat.
Ne? Und da man das dann halt eben auch einfach sehr schön digitalisieren kann im Rahmen eines solchen Livestreams und das dann halt auch zeigen kann. Ja, ist halt eigentlich, ne, dann, und dann fahre ich natürlich auch gern bis in die Schweiz und dann fahre ich auch gerne in den Osten, dann fahre ich auch gern nochmal nach Berlin. Aber ich bin, und wenn du eins hättest, Karin, was ich nutzen kann, dann schaffe ich das auf irgendeine Weise ohne das Auto in die Schweiz, um es überführen zu können, wenn ich es danach nutzen kann. Und wenn du es dann irgendwann wieder brauchst, dann bringe ich es auf dieselbe Weise wieder zurück. Oder wenn ich es nicht mehr brauchen sollte, weil ich aus irgendwelchen Gründen ein anderes habe oder ein UFO oder so, ne? Also keine Ahnung, wenn du eins zur Verfügung hast, das ich nutzen kann, und das nach Möglichkeit auch angenommen. Mein Problem ist, dass ich halt eben ohne Papiere und ich habe keine Papiere, ich bin einfach zu sehr aus dem System raus, um solche Sachen machen zu können. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann ohne Personalausweis, ohne festen Wohnsitz und ohne deutschen Pass kann ich in Deutschland kein Auto anmelden. Deswegen bin ich da immer auf andere angewiesen. Deswegen ist es, das braucht mir gar nicht zu gehören oder sonst. Ich muss es einfach nur gerade zur Verfügung haben und muss es nutzen können. Und ich werde es dann auf jeden Fall nutzen und gut nutzen. Aber dann wäre es halt eben dafür auch sinnvoll, wenn das ein etwas sparsameres Auto ist, das nicht so viel Benzin oder Diesel in die Gegend schlotzt, wie das die Serenity getan hat. Ja, so. Und jetzt dritter Versuch der Ankündigung der heutigen Folge von Bauchis Beauty Palace, den ich jetzt gerne einfach mal zeigen möchte. Und eventuell danach nochmal darauf eingehen, dass man das regelmäßig bei mir auf Instagram und Facebook in der Story, also am besten auf Instagram einfach folgen, meiner Story, ist das dann halt drin. Und ab und an, wenn es ein paar gute sind, ein paar schöne, so wie heute, dann mache ich das einfach hier mal zwischendurch rein und zeige in Bauchi auf Sendung eine Folge von Bauchis Beauty Palace. Hallo, ihr Süßis. Den Straßenverlauf von A76 für 1,5 Kilometer folgen. Hallo, ihr Süßis. Willkommen bei einer weiteren Folge von Bauchis Beauty Palace. Und heute möchte ich euch ein Produkt vorstellen, das ich auch selber nutze. Und das ist heute von Schwarzkopf. Dieses Haarshampoo, ihr seht das jetzt alles spiegelverkehrt, das ist euer Problem. Ich kann leider nichts dran machen, es ist so. Aber ich finde es deswegen bewerbenswert, weil zum einen ist das schon auch halb leer, das spricht dafür, wie gut das ist. Und es schützt die Umwelt. Ja, das schützt die Umwelt. Während du deine Haare pflegst, schützt du die Umwelt, weil das ist nämlich aus 100% recycelt. Nein, zack, jetzt ist das hier ausgegangen. Ich war gerade dabei zu erklären, dass das alles aus, steht hier drauf, recyceltem Plastik ist. Umweltfreundliche Formel, ne, und ist ein Feuchtigkeitsshampoo. Also, und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen. Achso, nee, kann ich das hier zeigen? Ich muss da gucken, wie schön meine Haare einfach auch sind. Also, ne, Feldversuch ist jetzt, ich habe vor 2 Tagen das letzte Mal meine Haare gewaschen und die sind immer noch. Und die riechen auch noch gut. Die riechen immer noch nach, keine Ahnung. Ne, geruchsmäßig war gestern mehr so, ne, und heute ist so, also Umweltpflege in meinen Haaren. Ja, und ich finde das voll geil. Und ich wollte das hier einfach. Und wenn euch Bauchis Beauty Palace gefällt, könnt ihr ein Like da lassen und gerne in den Kommentaren vorschlagen, welche Produkte ich eurer Meinung nach auch gut bewerben kann, die ich dann auch mal ausprobieren werde. Und dann hier
in Bauchis Beauty Palace vorstellen werde, möglichst authentisch. Die ist ja auch richtig, ne? Man muss ja immer authentisch bleiben. Vor allen Dingen auf Instagram. Das ist sehr wichtig. Sehr richtig wichtig. Das ist. Man. Die Leute bekommen das mit, wenn man falsch ist. Und ja, nicht falsch finde ich das hier. Nochmal erwähnt. Und bis morgen zu einer neuen Folge von Bauchis Beauty Palace hier auf diesem Kanal. Tschüss, ihr Süßis! Ich hab was im Auge. Tränen, weil es so schön ist. Ja, ich bin so schön, ne? Muss an meinem Handy liegen. So, frisch geduscht, habe ich nur ein kleines bisschen Schaum in die Augen bekommen und werde jetzt gucken, dass meine Haare wieder trocken werden. Wer Bock auf mehr hat, heute Nacht ab Mitternacht, Dienstag, ne? Dienstags ist jetzt immer Bauchi auf Sendung, nachts um 24 Uhr, dienstags Twitch. Yeah. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich bin allerdings ein kleines bisschen erschrocken, weil ich zwischendurch hier in meinen Browser geguckt habe auch. Und gesehen habe, dass das Bild, zumindest hier bei mir, während ich streame, nicht flüssig läuft. Gebt mir doch bitte ein kleines bisschen Feedback, wie das bei euch aussieht. Kommt der Stream, kommt das, funktioniert das? Und hier steht, der Max hat geschrieben, Bauchis Beauty Palace ist das nächste Bibis Beauty Palace. Ich hoffe nicht. Also ich droppe Frames. Das ist zum Beispiel, guck mal, ne, das ist eine Information, mit der ich gerade was anfangen kann. Ist das schlimm? Oder meine Bitrate ist etwas zu hoch? Was würde ich mir empfehlen, da zu ändern? Können wir auch morgen drüber reden. Geht das denn gerade so? Kann man mich hören? Und also von geht das gerade oder geht das so gar nicht? Höre ich besser auch sofort auf. Und, ich kann es halt gerade nicht so, ich kann es nicht so ausmachen. Der hängt zwischendurch, ne? Ne? Da müssen wir einfach mal gucken. Das bekommen wir auf jeden Fall besser hin. Bin ich mir sicher. Ja, es laggt. Sojan, das ist genau das, was wir gerade herausfinden. Also ich zumindest, ich finde es heraus. Und das ist überhaupt gerade das Thema gerade. Wir gucken mal. Sojan, ja, ich bin, also ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber ich habe hier meinen Max. Und der ist, wenn der keine Ahnung hat, dann kann der dich fragen. Ah, du bist David. Oh, geil. Ja, Alter. Cool. Also, ne? Ja, wenn Max keine Ahnung hat, soll David Benzer Bescheid sagen. Nice übrigens. Sehr geil. Alter, mit dir würde ich auch auf jeden Fall gerne mal zusammensitzen. Es war ein lustiger Abend mit dir. Hallo. Viel von dir gelernt, mein Freund. Gibt es irgendjemanden, der eine Idee hat, wie wir jetzt weitermachen? Hat irgendwer eine Idee? Das ist ja hier Just Chatting. Ja, das ist ja, bis jetzt ist das nicht Just Chatting, bis jetzt ist das mehr oder weniger, ich brauche hier halt mal wieder Vortrag. So. Ja, es, ne, vor allen Dingen, also ich will hier auch probieren. Ne? Ich möchte hier Bauchi auf Sendung auch als ein
möglichst buntes Spektrum genutzter Möglichkeiten sehen. Das heißt, ich möchte. Oh, mein Bild hängt 100%. Ich arbeite hier mit OBS. OBS und damit mache ich das. Und ich würde halt auch gerne, voll gerne, dazu werde ich mir wahrscheinlich noch eine Konsole meiner Wahl besorgen werden müssen. Und eine Capture Card, ein Elgato. Und dann einfach mal schauen. Ich würde voll gerne zwischendurch mal ein bisschen Let's Plays machen und so. Welche Bitrate habe ich? Alter, können wir uns das morgen hier, wo man mal steht, hat irgendwo da unten oder was? Nee. Kilobit pro Sekunde? Ist das, was du nachgefragt? Steht das da unten rechts in der Ecke? Stehen wir hier bei zwischen 1500 und 2000 noch was. Wenn es das ist. Keine Ahnung, was sonst ist. Problem gelöst. Problem gelöst. Ah, okay. Okay. Unter Einstellung. Soll ich mal auf Einstellung gehen und dann mal, oder schmiert mir da jetzt alles ab, wenn ich die Einstellungen ändere, während ich. Kann ich während des Streams? Ich gucke jetzt einfach mal. Stream. Wo muss ich denn da unter Einstellung? Steht unter Einstellung. Ja, wo denn? okay. Also ich finde hier nirgendwo das Wort Bitrate neben einem Kästchen, an dem ich was. Kilobit war richtig. Ah, hier sind wir da. Ne? Also ja, keine. David, lass uns das lieber morgen machen, weil sonst wird das jetzt gerade, ufert das, glaube ich, ansonsten zu sehr aus. Weil ich möchte es hier auch so, ich will es hier nicht. Ausufern lassen. Ja, also es kann gerne, ihr kennt mich, kann gerne, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ne? Ja, so. Aber ohne nichtsdestoweniger und ja, cool, machen wir. Finde ich prima. Nichtsdestoweniger würde ich halt auch gerne mal gucken, was das dann halt, wie das geht, wenn ich da. Ich habe ja jetzt meinen, ich muss mal gucken, vielleicht funktioniert das. Dann brauche ich mir nämlich nur die Elgato zu besorgen. Und ich habe meinen Raspberry Pi 3 ans Laufen bekommen. Endlich mal. Und habe auch gecheckt jetzt, wie das ist, wenn ich da die Spiele drauf spielen will und so. Das muss ich aber alles erstmal ausprobieren. Aber wenn das funktioniert, dann spiele ich unter Umständen uralte Spiele über, also so richtig Retro. Ne? Schauen wir mal. Ansonsten, ich würde auch ansonsten sehr gerne noch irgendwelche, also ne, halt so die Sachen, die ich auch so zocke. Ich hätte so Bock auf Subnautica, so im Stream, weil da kann man echt auch so schön bei quatschen und bla, so ein halbwegs ruhiges Spiel, bis diese Horrormomente kommen so. Aber nee, Elgato hat nichts mit der Bitrate am Hut. Das hat damit zu tun, dass ich die Rechner, die Prozessorleistung, die fürs Spiel benötigt wird, aus dem Mac outsourcen will. Und der am Ende halt nur noch Audio-Video-Input bekommt, dass ich hier weiterjagen kann. Ja. Ah, ich brauche 50 Follower. Ja, ich bin bei 20 grob. Ne, das kriegen wir hin. Dann machen wir vielleicht irgendwie. Aber das ist ja auch irgendwo vernünftig. Ne? Wenn halt nichts passiert, warum soll man dann schon alles können? Ein bisschen zeigen, dass man es ernst meint. Ne? Und ein bisschen regelmäßig das auch machen und so. Das ist auf jeden Fall genau das, was ich machen möchte. Und werde. Und mich jetzt auch definitiv nicht von abhalten. Das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich letztes Jahr schon machen wollte. Und dann irgendwie nicht so richtig dazu gekommen bin. Aber das macht nichts. Jetzt komme ich dazu. Und jetzt ist das auch alles ganz anders. Jetzt passt das auch.
Letztes Jahr war das auch so, ich hätte nicht gewusst, wo ich es machen soll. Also ich hatte letztes Jahr schon Twitch, aber ich bin noch nicht so wirklich da irgendwie, ich hatte noch nicht den Zugang dazu gefunden. Ich wusste nur, dass ich auf YouTube nicht mehr so wirklich was machen will, weil, also zumindest nicht auf YouTube allein, was Video angeht. Und ja, machen wir uns nichts vor, also Facebook als Streaming-Plattform kannst du total vergessen. Finde ich überhaupt nicht sexy. Hast auch durch diese bescheuerten Algorithmen, die da haben, halt eben überhaupt gar keinen Zugang zu deiner Followerschaft irgendwie, zu deiner Community. Das fehlt mir bei Facebook mittlerweile völlig. Das ist ja auch völlig für den Arsch bei denen. So, und dann ist das halt auf YouTube eben mittlerweile genauso frustrierend, vor allen Dingen für Creator, Content Creator, da irgendwie einen Content zu machen, der dann da irgendwie Reichweite bekommt. So, und dann, ja, bei Twitch finde ich das, dann hast du halt eben vor allen Dingen aber eine konzentrierte Reichweite. Irgendwie finde ich das bei Twitch sehr angenehm, wie viele Leute da quasi, ja, es kriegen halt alle eine Nachricht, wenn du alle deine Follower kriegen und nicht nur ein paar, wenn du online gehst. So, und so, das ist zum Beispiel ein riesengroßer Unterschied. Ja, und ja, Sojan, wie du das schon sagst, David, du kannst hier echt was Gutes aufbauen, brauchst aber fähige Mods, die Troller und störende Leute bannen im Chat, ist hier wichtig. Ja, deswegen ist der Max auf jeden Fall schon mal da und hilft mir. Wenn du interessiert bist, sag Bescheid, ne? Also, ich weiß ja, dass du auch weißt, wie es geht und wie es nicht geht, so, ne? Und ja, warum nicht ein Teamplay aus dem ganzen Ding hier machen? Ne? Das ist aber halt eben so, dass jeder machen kann, wo er Bock drauf hat und keiner jetzt irgendwas machen muss. So, soll halt vor allen Dingen Spaß machen. Das ist hier immer noch das Hauptding, das ist der rote Faden. Soll Spaß machen. Ja, so Jan, dann setze ich mal mit dem. Hast du schon rausgefunden? Hast du Discord? Weil dann kannst du auch auf unseren Discord-Server kommen. Das gilt auch für jeden anderen, der das hier hört. Wenn du Discord hast, kannst du auf unseren Discord-Server kommen. Im Chat ist der Link verlinkt und auch ansonsten ist unten unter diesem Video auf Twitch in meinen Panels auch ein Discord-Button auf den Discord-Server. Guten Abend, Bloody Lizzie. Schön, dass du dabei bist. Ja, und dann kann man da alles weitere auf jeden Fall auch dann viel leichter machen. Ansonsten lass mich wissen, Max, lass mich wissen, wie ich dich mit David für deine Zwecke am besten connecten kann. Ja, übrigens mal Grüße überhaupt an alle möglichen Leute hier, auch an die Yvonne, von der ich weiß, dass sie morgen auf jeden Fall auf YouTube gucken wird. Ja, und ich wollte eigentlich allen an dem Geburtstag wünschen, aber ich habe gerade eben keinen Zugang auf meine Geburtstagsliste gehabt. Ja, der Link, wenn du Discord hast, der Link steht im Chat. Da. XTBEVN. Ist das derselbe? Ist das der den Link nicht ändert? Müssen wir nochmal gucken. Ich habe da so ein bisschen Schwierigkeiten noch gehabt. Das muss ich mir auf Discord mal angucken. Also ich habe einen festen Link, der nicht nur einen Tag hält. Gedingst. regeneriert, ja. Und den auch hinter den Button gesetzt. Ja, so. Ja, bist schon drauf, sagt er. Ja, cool. Yeah! Ach so, nee, ich bin aber. Hier ist mein Discord. Kann ich euch auch mal gerade. Hier, ich kann ja das auch. Ich kann euch kurz mitnehmen, ne? Guck mal hier. Und so, jetzt mal, pass auf. Jetzt kommt ein Übergang.
aus dem OBS raus, da rein, da rein. So sieht es bei mir im Moment aus. Ja, hier mein Discord-Server, hier gibt es verschiedene Textkanäle, in denen erstmal willkommen geheißen werdet, die Regeln kennenlernen und generelle Sachen lesen können. Dann findet ihr hier einen Nachrichtenkanal, also ne, wo man halt eben, wenn es irgendwas Neues gibt, wie zum Beispiel heute die Ankündigung zu eben genau diesem Stream, den ihr gerade guckt. Dann Debatten, wo ihr mich wahrscheinlich nicht so viel drin sehen werdet, weil ich nicht so der Debatten-Fan bin, aber es gibt ja immer noch Leute, die das gerne machen. Link zu YouTube-Videos von Bauchi. Hier, ne, schon gesehen, das war das, was wir eben gesehen haben. Memes, Bilder und hier ist natürlich auch ein Raum, für, wo gerne Werbung für andere Streamer gemacht werden darf, wo ich auf jeden Fall später noch die Kanäle von Dennis und also die Tagesbrise und auch von der Bonnie dann hier genau reinposten werde. Das kann ich auch tatsächlich kann ich vor eure Augen alle machen, indem ich hier zum Beispiel in meinem Twitch auf die Bonnie gehe, hier und da dann auf wieso habe ich denn jetzt hier. Das ist doch nicht Bonnies Link. Das ist doch nicht Bonnies. Hier, pass mal auf, teilen. Wenn hier teilen steht, ne? Der Videolink. Da. Dann machen wir eine Copy. Butch. Und dann haben wir das im Discord drin. Yay! Bonnie! Wie gesagt, kann ich nur empfehlen, der auch zu followen und sie zu subscriben und abonnieren. Und überhaupt. Ne? Ach, ich liebe sie. Sie ist eine wirklich Granate. Süße, richtig. Nee, was habe ich eben? Das fand ich eine. Ein super geiles Medium für schöne Inspirationen. So, und wo ich gerade dabei bin, kann ich nämlich hier auch noch, hier seht ihr, wem ich sonst noch folge, die Tagesbrise genau dasselbe mitmachen. Und auch hier, da gibt es noch keine Videos. Ja, dann braucht man natürlich noch nicht, aber doch, auf jeden Fall, man muss trotzdem folgen, können wir ja trotzdem, ne? Nee, aber warum kann ich das nicht? Hier, Videos. Ich will nicht im Chat einbetten. Es funktioniert gerade nicht. Dann mache ich das später. So, jetzt kann ich hier wieder einfach auf meinen gehen. Und zeige euch nochmal den Discord-Server. Und hier ist der Sojan. Guckst dir ein Brüderchen. Sehr schön. Der wird sehr schnell zum Bruder werden. Ne, ihr steigt hier ein, als wenn ihr euch anmeldet hier, oder wenn ihr reinkommt, dann seid ihr entweder gleich Brüderchen oder Schwesterchen. Und wenn wir wissen, wer ihr seid, und wenn ihr hier irgendwelche weiteren Funktionen übernehmt, dann werdet ihr zum Bruder oder zur Schwester. Was eigentlich so dann im Prinzip die Server-Hierarchie ist. Ich bin auch Bruder, wir sind alle Brüder oder Schwestern, ne, und dann gibt es halt eben die aktiveren und die weniger aktiven. Und so wird sich das alles dingsen. So. Und jetzt gehen wir hier wieder auf, wo steht. Hier, ich kann entweder auf dieses gehen. Dann seht ihr mich so. Also, aber das ist fast zu viel des Guten, ne? Da ich weiß, dass viele Leute, wenn die meine Bilder sehen, wenn die zu groß, also so schon regelrecht erschlagen sind von meiner Schönheit. Und wenn das dann auch noch zu groß ist, ich möchte es niemandem übertreiben, ich möchte auch nicht aufdringlich sein, deswegen machen wir es so. Ne? Dann kann man auch ein bisschen den Chat hier noch mitlesen, auch bei YouTube, damit auch der YouTube-Zuschauer weiß, worauf ich mich hier beziehe. Oh, ich möchte jetzt wirklich im Auge. Ne? Ah, so.
Ja, so sieht's aus. Jetzt haben wir tatsächlich eine Stunde rumgekriegt, ohne irgendwas. Doch, wir haben so ein bisschen, haben wir auch. Ein bisschen haben, ich weiß überhaupt nicht, was ich alles geredet habe. Ich trinke mal einen Schluck auf euch, ihr Süßies. So, weil das jetzt hier aber kein Subnautica Let's Play ist und jetzt auch nicht hier 25 Leute sich ganz wahnsinnig intensiv mit dem Thema beschäftigt sind, würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Schulz. Und ich würde sagen, macht's gut, seid nett zueinander. Wenn er mal hinfällt, dann weint ruhig ein bisschen, aber steht einfach auf und geht weiter. Ne? Und du zockst auch Subnautica, Alter, boah, das ist auch so schade, dass man das nicht zusammenspielen kann irgendwie. Ne? Ich meine, ich will im Story-Modus, ja, ganz klar, auf jeden Fall. Ist ansonsten bescheuert, wenn du zwei alleinige Überlebende. Ja, geht ja, wenn nur einer überlebt, können nicht zwei davon da sein. Aber man könnte doch trotzdem für die Leute, die Bock drauf haben, abseits der Story, einfach da zusammen in diesem geilen Ozean rumzu. Na, das wäre ja geil, wenn man da mal so ein Ghost Emperor mal jagen könnte zusammen oder so. So mit Harpunen. Selbst gebastelt. Aber nein, vielleicht gibt es das in dem nächsten DLC. Ja, dann weiß man nicht so genau. Und ja, dann würde ich halt sagen, tschö, mach's gut. Tschüss mit F. Vergesst ihn nicht, der ist wichtig. Der leitet euch durch den Tag. Der zeigt euch, wo es lang geht. Hier gar nicht so. Der zeigt immer weg von da. Wenn er da hin soll, müsst ihr da lang gehen. Ganz simpel. Hier noch mal zwei von. Navigiert man sich so das Leben. Ja, so. Genug jetzt. Und bis bald. Ich habe überlegt, ob ich noch. Aber nee, gibt es nicht. Ich hatte noch einen schönen Screen für Pause. Aber ich habe kein Outro. Na, dann machen wir es halt eben ohne Outro. Wann bin ich das nächste Mal wieder da? Ich bin auf jeden Fall planmäßig das nächste Mal nächsten Dienstag um Mitternacht wieder für euch da. So möchte ich das in Regelmäßigkeit halten. Und aber dann halt auch zusätzlich dazu, je nachdem, wie es sich ergibt, so auch online gehen. Auch vor allen Dingen, wenn ich dann demnächst mal ein Auto habe, mit dem ich rumfahren kann, möchte ich schauen, dass ich das übers Handy, dass ich so die Fahrzeiten, ne, wenn ich da, je nachdem, ich merke, dass ich müde werde, nur mit den Augen noch hängen, ist ein bisschen kalt allmäßig. Ja, ne, morgen gibt es auf jeden Fall eine neue. Für die, die mir auf Instagram folgen und auf Facebook, definitiv eine neue Folge von Bauchis Beauty Palace. Ja, und nächste Woche Dienstag sind wir wieder hier bei Bauchis Sendung auf Twitch. Und ja, in dem Sinn, tschüss mit F, fühlt euch gedrückt und macht euer Ding. Ich brauche noch irgendeine so eine Outro-Musik. Ding 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 ding